Hi Leute, mein Bildschirm geht schon wieder nicht, deswegen hoffe ich, dass es mit der Aufnahme jetzt klappt. Es tut mir leid, dass ich so aussehe, wie ich aussehe, aber mein Tag war echt nicht so geil. Ich hatte ja Montag frei, Dienstag musste ich ja arbeiten von 16 bis 20 Uhr, Mittwoch musste ich dann doch nicht von 13 bis 20 Uhr arbeiten, sondern von 11 bis 19 Uhr, weil eine Kollegin im Urlaub ist, eine andere wiederum krank ist und ja, aber das ist gar kein Problem. Dafür hatte ich ja heute frei. Ich muss dann auch morgen übrigens auch nicht von 11 bis 14 Uhr arbeiten, sondern ebenfalls von 11 bis 19 Uhr. Dafür habe ich aber so Samstag und Sonntag frei. So, da ich ja heute frei habe, dachte ich schon so, ja, ich werde meinen Tag produktiv nutzen, auf jeden Fall mein Video schneiden, weil ich gestern, also ich habe Dienstag mein Video gedreht für Mittwoch, wollte es eigentlich Mittwoch nach Arbeit schneiden, habe ich natürlich nicht mehr gemacht. Mein Facts About Me Video. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, ist das bestimmt noch mal in der Infobox und in der Infokarte verlinkt. Wie auch immer, habe ich es nicht gemacht. Weil ich auch gestern nach Hause gekommen bin und das Gefühl hatte, dass ich krank werde. Denn ich habe leichte Halsschmerzen, die habe ich jetzt immer noch. Ich hoffe, das bleibt dabei. Ich hatte nämlich gestern Abend, bevor ich schlafen gegangen bin, gegoogelt. Wir haben so ein Zeug da. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht noch so Schnupfen und so kriege. Ich hoffe, es ist jetzt keine krasse Erkältung. Ich kann mir vorstellen, dass ich mich vielleicht bei meiner Kollegin angesteckt habe oder meine Eltern waren zwischendurch auch zwar nur so ganz kurz krank, so entweder mit Hals oder Nase. Und dann war das auch ganz schnell wieder weg. Aber ja, wenn ich sowas bekomme, also hoffe ich, dass ich sowas bekomme, wenn dann sowas, was ganz schnell wieder weg ist. Meine Lippen sind in letzter Zeit auch mega trocken. Meine Haut sowieso immer. Nicht mal das Peelen hilft im Moment bei meinen Lippen, obwohl die jetzt schon wieder besser sind als Montag und Dienstag. Da waren die ja noch schlimmer. Auf jeden Fall habe ich ja Mittwoch nicht mehr geschnitten. Dann wollte ich eigentlich heute nach dem Aufstehen, habe ich mir vorgenommen, ich schlafe heute aus und dann stehe ich auf, mache meine Routine wieder morgens, mich fertig machen, dann frühstücken und dabei YouTube-Videos gucken, also Gronkh Let's Plays eigentlich. Und dann schneide ich mein Video und lade das direkt hoch. Das ist leider alles anders gekommen als geplant. Ich bin heute so einmal kurz 8 Uhr noch was wach gewesen, weil es an der Tür geklingelt hat und ein Paket für mich kam. Mein Vater hat geöffnet, deswegen habe ich nicht aufgemacht. Ich habe dann einfach weitergeschlafen, weil ich auch dachte, ich habe Angst, dass ich sonst wieder wach bin und ich wollte ausschlafen. Ja, dann habe ich weitergeschlafen bis 11.30 Uhr oder so und dann fing der Struggle an. Es ging mir überhaupt nicht gut, als ich aufgestanden bin. Ich bin aufgestanden mit Kopfschmerzen, mir war schlecht, mir war schwindelig, ich war ganz zittrig auf den Beinen und überhaupt, ich war irgendwie so, hatte mega dieses schwache Gefühl, es ging gar nicht. Ich mich irgendwie fertig gemacht, was so paketmäßig angekommen ist, Klamotten anprobiert, aha, passt super. Ich mir einen Tee gemacht, ich habe mich nicht mal getraut, was zu essen. Dann habe ich mich immer zwischendurch kurz auf die Couch gelegt, dann dachte ich, dass es mit meinen Nackenschmerzen zusammenhängt, vielleicht. Dass da vielleicht ein Nerv eingeklemmt ist. Ich auch ganz kurz mit unserem Nackengerät mich massiert, hat auch nichts gebracht. Ich konnte mich ja auch nicht hinsetzen irgendwie und ein Let's Play gucken. Irgendwie ging das nicht. Also habe ich mich doch wieder in mein Bett gelegt und habe dann im Endeffekt bis 14.50 Uhr oder so geschlafen. Zwischendurch dachte ich echt, mir ist so schlecht, dass ich mich übergeben muss, was aber dann doch nicht war. Und dann habe ich geschlafen und nach dem Schlafen ging es mir wieder einigermaßen besser. Jetzt geht es mir schon wieder fast ganz gut. Ich habe leichten Druck auf dem Kopf, sonst geht es aber. Das Schlechtgefühl ist weg. Ich war kurz danach halt auch noch ein bisschen schwach auf den Beinen. Jetzt geht es mittlerweile auch wieder. Ich habe ja jetzt auch schon was gegessen und so, auch wenn es nur eine Tomatensuppe war. Und meine Eltern waren einkaufen. Ich bin heute nicht mitgefahren. Deswegen haben die mir dann Donuts mitgebracht, was sehr lieb war. Ja, und ich habe meine Serie jetzt auch zu Ende geguckt. Und zwar You, du wirst mich lieben. Weil auf Empfehlungen von voll vielen Leuten habe ich die angefangen und habe es jetzt auch endlich geschafft, die zu gucken. Es waren ja nur noch 2 Folgen. Die wollte ich auch heute zu Ende gucken und das habe ich jetzt auch zum Glück geschafft. Ja, wie finde ich die Serie? Hat eine Staffel mit 10 Folgen und ich glaube, alle Folgen gehen so im Schnitt 45 Minuten, wenn ich mich nicht irre. Ja, hier steht Länge 42 bis 49 Minuten. Aber im Schnitt, sagen wir einfach mal, geht so eine Folge 45 Minuten, ganz normale Serienlänge. Ja, am Anfang dachte ich so, weil ich von so vielen Seiten gehört habe, oh, die musst du gucken und bla bla bla. Und ich war nur so,
keine Ahnung. Also man geht ja dann immer, wenn man so Empfehlungen hört und vor allem, wenn man nicht nur eine Empfehlung hört, sondern mehrere, also dass mehrere Leute einem die gleiche Serie oder so empfehlen, dann geht man da immer mit so einem mega krassen Gefühl ran. Und deswegen war ich, glaube ich, am Anfang so ein bisschen so, I don't know. Ich bin mir auch gerade nicht sicher, das Ende war irgendwie offen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob da jetzt noch eine zweite Staffel kommt. Weil manchmal bleiben Enden ja trotzdem offen und es ist trotzdem keine zweite Staffel geplant. Aber ich würde jetzt mal vermuten, dass da noch was kommt. Deswegen schreibe ich mir das gleich mal in meine Serienliste mit drauf, dass da vielleicht noch was kommt. Ja, wie gesagt, am Anfang war ich halt eher so, I don't know, ob ich das gut finde. Und es war schon gut, aber es war jetzt nicht so überkrass. Gut, ich habe von meiner Cousine schon gehört, die meinte halt, dass manchmal die Folgen zwischendurch ganz schön langatmig sind und also die ziehen sich manchmal ganz schön. Aber ich muss sagen, jetzt im Großen und Ganzen, wenn ich jetzt rückblickend gucke, es war eine sehr gute Serie. Also es war eine echt gute Serie. Ich würde sie nicht zu meinen Lieblingsserien zählen. Die war schon gut gemacht, keine Frage. Aber sie hat mich halt leider nicht so mitgerissen, dass ich nicht mehr aufhören konnte, die zu gucken. Das ist jetzt leider bei der nicht passiert. Kann auch situationsabhängig bei mir sein. Kann auch bei jedem anders sein, dass er... Jeder kann, vielleicht einige haben ja gesagt, glaube ich, auch zu mir, dass sie die so durchgesuchtet haben. Das ist auch verständlich, weil dafür ist sie, glaube ich, schon gut. Ja, es war eine gute Serie, also die kann ich definitiv empfehlen. Wenn ihr die noch nicht geguckt habt, schaut ihr euch mal an. Das ist, glaube ich, eine gute Serie, die man sich auf jeden Fall mal geben kann. Was heißt, glaube ich, das ist eine gute Serie, die man sich auf jeden Fall mal geben kann. Wenn ihr diese Serie schon gesehen habt, würde ich mich jetzt in den Kommentaren freuen, wenn ihr mir schreiben könntet, was ihr von der Serie haltet oder wie ihr diese Serie fandet. Ja, und wenn ihr die Serie noch nicht geguckt habt und jetzt aufgrund meiner Bewertung oder wie auch immer oder aufgrund, dass ich es überhaupt angesprochen habe, ihr jetzt die Serie gucken wollt, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr, sobald ihr diese Serie fertig geguckt habt, wieder auf dieses Video hier schaltet und mir daraufhin eure Meinung nochmal in die Kommentare schreibt dann. Weil wie gesagt, mich interessiert das immer mega, was halten die Leute von der Serie und so. Weil ich liebe es einfach auch Meinungen verschiedene zu hören, weil so weiß ich immer nur, was ich so von der Serie halte oder oftmals halt auch, was Leute im Umkreis von der Serie halten. Aber, also Leute, die ich kenne, was halten Leute, die ich nicht wirklich kenne von der Serie? Vielleicht können mir auch bestimmte Leute nochmal die Serie ganz anders klar machen, so bei Serien, die ich nicht mochte. Oder bei Serien, die ich mochte, da sagen andere wiederum, oh, die fand ich nicht ganz so gut oder so. Da hat ja nun mal jeder eine andere Meinung, aber das finde ich ja so spannend und das finde ich so super. Wie gesagt, fand ich eine ganz gute Serie. Jetzt gucke ich als nächstes auch wieder eine Serie mit nur einer Staffel. Habe ich auch nochmal als Empfehlung bekommen. Ich wusste von der Serie, habe ich auch schon von gehört, oh, neu auf Netflix. Und zwar heißt die Sex Education. Ja, und die würde ich jetzt auch mal reingucken, weil ich aufgrund von meiner Cousine halt nochmal eine Empfehlung darauf bekommen, meinte sie, ja, die musst du auch unbedingt gucken und tralala. Das würde ich dann jetzt auch machen. Also was heißt jetzt? Vielleicht morgen, wenn ich von Arbeit komme oder Samstag, bevor ich zum Geburtstag gehe oder spätestens Sonntag, wenn ich vom Geburtstag wiederkomme oder vielleicht mache ich es auch erst nächste Woche Montag. Je nachdem, auf jeden Fall demnächst würde ich mit der Serie auf jeden Fall anfangen. Weil das ist ja auch die nächste ist auf meinem Plan. Und das ist dann erstmal die letzte Serie, die ich auf meinem Plan habe, mit einer Staffel. Vorausgesetzt, jetzt kommt nicht zwischendurch wieder jemand, oh, da ist jetzt wieder schon wieder eine neue, coole Serie rausgekommen. Meistens bei den Netflix-Serien, die muss er auch unbedingt gucken. Ja, weil dann würde ich nämlich gerne erstmal Back to the Roots zu den alten Serien gehen. Und zwar Hotel Zack und Cody und danach Zack und Cody an Bord. Jeweils mit drei Staffeln. Ja. Einfach, weil ich auch richtig Bock drauf habe, ne? Ich will auch endlich mal, weil ich ja zu Weihnachten endlich mal Party Date per Handy zur großen Liebe mit Ashley Tisdale Picture This zu Weihnachten bekommen habe als DVD. Die wollte ich auch endlich mal gucken. Und dann vor allem, wenn ich Hotel Zack und Cody gucke, dann werde ich Ashley Tisdale auch ganz oft sehen. Und ja, das ist jetzt gerade so ein bisschen, darauf habe ich im Moment ganz schön Bock. Aber wie gesagt, erstmal gucke ich Sex Educations, weil das ist... Eine Staffel mit 8 Folgen. Also, was soll ich dazu sagen, ne? Super kurz. Wie lang geht eine Folge? Länge 46 bis 52 Minuten. Okay, normale Serienlänge bis Überlänge. Aber da steht auch schon wieder so ein Plus. Ja, okay. Es soll wohl auch eine zweite Staffel davon geben. Aber dachte ich mir schon. Ja. Also, normale Serienlänge bis ein wenig Überlänge. Aber ich glaube, das ist auch in Ordnung. Ich schreibe mir das hier schon mal auf.
dass hier auf jeden Fall auch noch eine zweite Staffel kommt. Ja, aber das ist auf jeden Fall das, was ich als nächstes gucke. Und das war jetzt auch mein Fazit zu You, du wirst mich lieben. Ja. Ich werde jetzt in die Badewanne springen. Ich werde mir jetzt, glaube ich, ein heißes Bad machen. Ich weiß noch nicht, vielleicht fange ich sogar die Serie schon in der Badewanne an. Das wäre natürlich auch eine Idee. Vielleicht mache ich das sogar. Vielleicht gucke ich aber auch ein paar YouTube-Videos. Mal sehen. Auf jeden Fall gehe ich mit iPad in die Badewanne. Ja, und ansonsten mache ich mir jetzt ein schönes heißes Bad. Ja, ich bin auch trotzdem ganz froh, dass ich hatte zwischendurch auch überlegt, dass ich heute noch ein Video drehe. Also gestern hatte ich das überlegt, aber ich bin ganz froh, dass ich, also das Wetter war eh nicht so gut. Ich hätte, wenn, dann ein Haul gedreht. Das Wetter war ja eh nicht so gut. Und dann, wie gesagt, ging es mir auch nicht so gut. Ich bin froh, dass ich heute ein bisschen zurückgeschraubt habe. Klar bin ich trotzdem auch froh, dass ich dennoch mein Video geschnitten hätte. Das hätte ich halt fast nicht gemacht, nachdem es mir so schlecht ging. Aber jetzt bin ich trotzdem ganz froh, dass ich das trotzdem gemacht habe. Weil es ist ja nicht viel gewesen. Das Video ging im Endeffekt fast 4 Minuten, also nicht mal. So ein kurzes Video habe ich noch nie oder wenn, dann lange nicht mehr hochgeladen. Aber es muss auch mal sein. Aber gut, wenn man schon 2 Faktenvideos gemacht hat, ist es klar, dass es beim 3. Faktenvideo da auch nicht mehr ganz so viel bei rumkommt. Ja, ich bin ganz froh, dass ich dann heute mich so ein bisschen ausgerührt habe. Ich hoffe, dass es mir morgen nicht so geht, wenn ich morgen aufstehe. Weil morgen muss ich ja wieder arbeiten. Ja, damit ich morgen auf jeden Fall für Arbeit wieder fit bin. So, genau, deswegen gehe ich jetzt auf jeden Fall auch das unter anderem deswegen nochmal schön in die Badewanne. Guti. Peace.